Wenn du alles richtig machst, schau das Auge wie hier oben aus. Wenn du alles falsch machst, schau das Auge so wie hier unten aus. Erstens, du zeichnest ein Auge mit Linien. In echt ist es aber so, dass du keinen Rahmen um dein Auge hast. Schau mal hier, das Auge läuft ganz weich nach außen und auch hier unten an der Zeichnung läuft das Auge mit fast keiner Linie nach unten aus. Fehler 2. Du denkst, der Augapfel wäre weiß. Du zeichnest vielleicht noch deine Pupille richtig ein, aber dann lässt du den Augapfel weiß. In den meisten Bildern ist es aber so, dass der Augapfel sehr dunkel wird oder zumindest stark einschattiert ist. Schlimmster Fehler Nummer 3. Du zeichnest dann noch oben einen Rechen ran, der die Wimpern darstellen soll. Hier musst du viel dynamischer sein und Wimpern in alle Richtungen zeichnen, die sich überkreuzen, die wild in verschiedene Richtungen gehen und hier eine realistische Darstellung ergeben.